herzlich willkommen zum zweiten Champions League Spieltag. Heute trifft Shakhtar Donetsk auf den FC Bayern München und ja, Donetsk im heimischen Stadion derzeit Gruppenerster. Und das kann sich heute ändern, denn die Bayern sind auf alle Fälle heiß auf das Spiel und werden ihr Bestes geben, um auch die Gruppenführung ja zu erringen. Und ja, nochmal weiterhin Kamerun und Lewandowski. Erste Chance für die Bayern, aber sie ist noch nicht vorbei. Lewandowski und der Shakhtar-Keeper steht sicher souverän. Und jetzt eine Ecke. Kimmich in die Mitte. Aber der Ball landet über dem Tor. Und jetzt hat der Keeper den Ball und wird ihn auch weit nach vorne schlagen. Piatov haut das Ding nach vorne zu Dentinho und Junior Morales kommt dann nicht an die Verteidigung vorbei. Coman, Lewandowski, hoch auf Felipe Coutinho. Coutinho wird hier weggegrätscht. Das gibt auf jeden Fall einen klaren Freistoß. Und eine gelbe Karte. Für Victor Luis. Jetzt. Freistoß. Coutinho schießt direkt aufs Tor und das Aluminium hält den Ball noch außerhalb des Tors. Aber jetzt Müller. Man merkt auf jeden Fall, Donetsk hat mehr Glück als Verstand in diesen Situationen jetzt gehabt. Jetzt Müller. Ja, kam da nicht so wirklich durch. Boateng. Jetzt wieder Boateng, wird hier weggegrätscht. Und das gibt wieder Freistoß für die Bayern. Viertelstunde schon gespielt und immer noch nicht so ganz das Tor erzielt, aber man ist immerhin auf dem besten Wege, das Tor jetzt zu machen und jetzt Coman. Aber Victor Luis kann Coutinho entdecken und jetzt Ismaili, Coutinho nach vorne, aber der Ball, der neue Spieler steht im Abseits und jetzt sind Bayern da am Zug. Thiago, welcher einen Fehlpass macht. So langsam kommt auch Shakhtar ins Spiel. Und jetzt langes Ding nach vorne. Junior Morales kommt aber nicht durch. Und jetzt Coutinho. Runter auf Müller. Lewandowski versucht sie da durchzurollen, da hätte er genauso gut abspielen können, wäre erfolgreich wahrscheinlich gewesen. Und jetzt Lewandowski kommt da immer noch nicht so ganz durch. Und jetzt Freistoß für Shakhtar. Kurz gespielt und ein Handspiel. Schuss direkt aufs Tor, aber genau auf Neuer. Hätte auch gefährlich werden können. Aber jetzt ist schon wieder Shakhtar im Ballbesitz. Runter auf Dentinho! Boateng! Und alles alles geklärt oder nicht so ganz. Die Bayern kommen einfach nicht mehr so ganz hinten raus. Jetzt Lewandowski. Meint es hier die ganze Zeit selber machen zu müssen. Tinho. Müller. Thomas Müller. Tinho bleibt im Verteidiger hängen, aber Tolisso. Rauf auf Müller. Und Piatov hält den Ball mal wieder. Jetzt eine Ecke. Schöne Hereingabe. Tolisso. Und mal wieder über das Tor. Also, Shakhtar kann derzeit von Glück sprechen, dass noch nicht hinten liegt. Thiago, Alaba, auf Tolisso.
Lewandowski. Robert Lewandowski. Warum er es hier die ganze Zeit alleine versucht, im Gegensatz mal abzuspielen. Das wird auch wieder fraglich sein. Und Lewandowski kommt dann nicht so wirklich durch. Jetzt Boateng. Auf Tolisso. Lewandowski mal wieder am Ball. Jetzt spielt er mal ab, Coman, aber er kann den Ball nicht mal verwerten. Und jetzt Lewandowski bleibt am Verteidiger hängen. Und Einwurf für die Bayern. Alaba auf Müller. Der Verteidiger war auf jeden Fall diesmal schneller. Und jetzt kann es nach vorne. Julian Urras. Kommt dann nicht halt eben durch und Bayern sind halt jetzt im Ball. Im Ball besitzt und kommen allerdings auch nicht so gut durch. Tolisso. Corentin Tolisso. Coman. Lewandowski. Müller. Müller schießt. Bisschen in der Luft. Aber übers Tor. Also wäre Müller vorhin gelaufen, dann hätte er das Tor machen können. Aber er hat es gezeigt lassen, deshalb am Ende nur noch der Luftball übrig blieb. Und die Verteidigung von Shakhtar, also man kann sie derzeit nur loben. Tolisso. Coman. Kingsley Coman auf Lewandowski. Robert Lewandowski! Man wird nur mit 0:0 in die Pause gehen. Und jetzt heißt es Halbzeit. Ach du Scheiße, ihr habt euch wirklich viel zu überbringen, Brüder. Dann drehen wir richtig auf. Das heißt, sie wird schon minus in der Moral. Wird er so oft abspielen können? Also, Kerl darf sich einfach nicht beschweren. Dem ging es bis jetzt einfach nur zu gut. Ich sag mal so viel. Wo ist der Marktwert? 54,5 Millionen. Ich glaube, 70-80 Millionen ticken. Das könnte man die Mannschaft nach vorne bringen. Und die zweite Halbzeit beginnt. Und mal sehen, ob es eine genauso aufregende erste, genauso aufregende zweite Halbzeit wie erste Halbzeit wird. Und Coutinho. Und der Flanke aber genau auf den Innenverteidiger von Shakhtar. Jetzt Ismail. Ihn auf Julian Morales. Kommt aber an Süle nicht vorbei. Und Coutinho wurde hier gefoult. Gibt zu Recht. Gelbe Karte. Jetzt Süle weit nach vorne und jetzt tut es so, wird hier gedreht, wird hier gefault, aber Schiedsrichter lässt keinen Vorteil auf und deshalb gibt es hier wieder eine gelbe Karte und jetzt Coutinho, oh da ist es, 1:0 für Bayern, der liebe Coutinho macht es per Freistoß. Alter, bitte 40 von uns. Heiliger. Ja. Eher mehr glücklich, aber die Bayern gehen in Führung. Und wenn man sich die Anzahl der Chancen allein nur schon anschaut, war das auch so langsam mal verdient. Jetzt Bentinho. Junior Morales. Und Arm Aluwinkel. Bleibt der Ball hängen. Und jetzt Ismaili. Und da ist es drin. Ist das Ding im Tor. Dentinho macht sein Tor. Ich glaube, wir verwechseln. Lotti haben wir auch schön mit dabei. Wer hat das Tor nicht vergessen? Unglückliches Tor. Sehr unglücklich. Aber, na gut. Ja. Gerade im Führunggang schon der Ausgleich.
man muss halt immer aufpassen. Jetzt Coutinho. Coutinho drillt sich da durch an Victor Luiz. Flanke, aber wir genau auf Biatov. Maria Carlos wird hier von Alaba gefoult und jetzt schlagt er wieder mit einer Freistoß. Dodo. Aber die Bayern halten den Ball bei sich, beziehungsweise sind sie mit taktischen Fouls hinten den Kasten sicher zu halten. Mit Thiago. Müller. Runter auf Coutinho. Felipe Coutinho, aber die Schachterverteilung steht halt eben hinten zu gut. Jetzt Müller. Thomas Müller kommt da nicht durch. Und man merkt, Schachter ist jetzt im Spiel. Bentinho im Alleingang, aber Boateng erobert sich den Ball. Jetzt Kimmich. Coutinho. Felipe Coutinho auf Müller. Belotti. Kommt da allerdings nicht so ganz durch. Und der Ball ist jetzt im Tor aus. So, Coutinho scheint erschöpft zu sein. Das hat zumindest geholfen im Köln-Spiel. Und dann wir nehmen den Croissant für einen Thiago mit aufs Feld. So, jetzt sich um den Team Lockmann. Dann werden die Franzosen auf jeden Fall die Mitte halten. Jetzt Müller. Coutinho. Dann ich wirklich durch. Und jetzt Bentinho. Müller. Coman. Kingsley Coman dribbelt sich da allein durch. Oder versucht es, was er gesagt. Und jetzt Bentinho. Ismaili. Rennt im Alleingang. Warum da jemand drauf geht, das ist die eine große Frage. Jetzt Coutinho. Müller. Ismaili. Eine Grätsche von hinten, aber es gibt keine Karte. Und jetzt jede Menge Wechsel zur 75. Minute. Jetzt Freistoß in die Mitte und Neuer fängt sich den Ball aus der Luft. Jetzt Alaba. Coman. Belotti. Andrea Belotti rennt hier im Alleingang durch. Da hätte er laufen können. Da hätte er noch ein bisschen laufen können, bevor er zum Abschluss kommt. Luft wäre auf jeden Fall noch gewesen, aber ja, es will halt noch nicht so ganz sein. Tomisso. Coman. Runter auf Goretzka. Jetzt. Belotti. Belotti frei vom Tor. Und er macht's. Andrea Belotti erzielt das 2:1 für den FC Bayern München. Und man merkt auf jeden Fall und hat an diesem Spiel auch entsprechend gemerkt, auch wenn Shakhtar Donetsk nicht unbedingt den stärksten Teams gehört, man sollte sie nicht unterschätzen. Und jetzt Junior Moraes, Cousin, Kimmich. Victor Luiz auf Ismaili. Jetzt Junior Moraes. Tyson. Malos. Aber Neuer kommt an den Ball. Jetzt Cousin. Müller mit einem Fehlpass. Aber er erobert sich ganz schnell wieder den Ball. Belotti. Jetzt wieder frei. Jetzt kann er laufen. Aber er macht es doch lieber aus der Distanz. Und er zielt auch das Tor. Die Bayern gehen jetzt mit einem 3:1 in Führung und das nimmt die niemand mehr.
das kann ihn eigentlich niemand mehr nehmen. Und damit ist das Spiel praktisch vorbei. Jetzt Tyson. Dribbelt sich im Alleingang durch, aber bleibt ein neuer hängen. Jetzt Alaba. Und das Spiel ist vorbei. Die Bayern gewinnen dieses Spiel mit einem 1:3 Auswärtssieg. Und jetzt kann man auf jeden Fall jubeln, denn man hat unter anderem die Tabellenführung. Ja. Und schon mal einen guten Schritt in Richtung Achtelfinale. Ja. So, mehr Glück als Verstand. So. Das ist der Mann bei uns. Neuer, darf ich auch drauf? Das kann ich ehrlich sagen, nur nach. So, beim Besten. Kann ich einfach nur zustimmen. So, hat eine Vorlage gemacht, alleine. Ach gut, den Arbeit. Leute, Alleingang. So. Mal schauen. Schüsse 6-17. Schüsse auf Tor 2-10. Eieiei. Ei. Ey, wenn man sich die Quote hier schon alleine anschaut. Das glaubt dir kein Mensch. Ja, wollen wir mal schauen. Da wird auf jeden Fall ziemlich spannend. Läuft ungefähr genauso wie bei uns ab. Dortmund gewinnt. 6-1 ging es nicht. Dann Leverkusen verliert wieder mal. 1-0 bei Valencia CF. Mal schauen. Wir wissen ja, wie wir gespielt haben. Warte. Ah, Leipzig. Leipzig verliert mal wieder. Diesmal 2-1 bei Tottenham Hotspurs. Da wollen wir mal bei der Youth League mal gucken. With the Youth League. Mein. So ist wieder unsere Gruppe. Ich habe nämlich vergessen, in welcher wir überhaupt sind. Ah, Gruppe F. Ja, wieder gewonnen. 3-0. Sicher souverän. Pauk wurde geschlagen. 1-0 gewinnt Porto. Ich dachte, das als Spiel ja ganz einfach. Dieser eine sieht gar nicht rein, zum Glück war. Dann gilt das nächste Spiel in der Bundesliga. Gegen den SC Paderborn. Dann bin ich mal gespannt, wie schön wir was da so schönes aus wird. Okay. Wenn ich so schnell keinen Bock haben, dann akzeptieren wir das einfach. Ja, wie lange Paderborn schon keinen Bundesliga mehr gespielt hat. Ja, nicht das Top-Spiel, aber das wundert mich ehrlich gesagt auch nicht. 17 Tage gegen Erster. Ja, würde ich an dieser Stelle auch sagen, ich werde. Schauen wir uns erstmal hier so die ganzen Nachrichten an. Coutinho wieder fit. Scouting abgeschlossen. Und Trainer Dani Schwarz informiert sich darüber, dass sein Team in dieser Woche ein Spitzspiel gegen Gladbach hat. Ja, gut. Ja, gut. Würde ich sagen, das ist mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns nächste Mal wieder. Zum Spiel gegen Paderborn. Damit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.